Heute sprechen wir über Muttertag, 8. Mai hier in Deutschland und auch in Brasilien. Und neben mir ist Christine Britz. Sie ist Mutter geworden letzte Woche, ne? Oder vorletzte? Vorletzte Woche. Vorletzte Woche, seit 2 Wochen. Und wie fühlst du dich als Mutter? Super, man ist ein bisschen übermüdet, aber ansonsten ist alles gut. Sie hat nur 2 Stunden geschlafen, diese Nacht. Ja, aber zum Glück gibt es Make-up. Ja, genau. Ja, und heute bringe ich Christine ein bisschen bei, Portugiesische, über Muttertag. Und Mutter, weißt du, wie heißt Mutter auf Portugiesisch? Mãe. 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 Christine ist jetzt Mãe. Ich bin jetzt Mãe. Ja, und Muttertag ist Dia. Dia. Weil Tag ist Dia, ne? Dais. Dais. Mães. Dia, Dais, Mães. Dia, Dais, Mães. Dia, Dais, Mães. Dia, Dais, Mães. Sehr gut, sehr gut. Em Portugal, é Dia da Mãe, é em singular. Aber in Brasilien ist es im Plural. Okay, warum? Mehrzahl. Ich weiß es nicht. Okay. Aber in Portugal ist es Dia da Mãe. Da Mãe. Okay. In Brasilien ist es generell Dia das Mães. Es ist Plural. Mehrzahl. Okay. Sehr gut. Ja. Ich habe ein paar Worte hier, das mit Mutter zu tun hat. Zum Beispiel, Mutter von Mutter ist? Oma. Ja. Oma, ao português, é avó. 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 Sehr gut. Avó. Avó. Vater von Mutter ist? Opa. Avô. 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 Ja. Kinder, wenn ein Mädchen ist, ist filha. 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 Christine hat eine Tochter, ein Mädchen bekommen, Lili. Ja. Kann ich sagen? Ja, ja, klar. Okay, Lili, Lili. Sehr süß, sehr, sehr süß. Lili ist filha. Filha. Minha, meine Tochter. Minha. Minha. Filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Okay. Wenn Christine einen Sohn bekommen hätte, hätte Christine sagen sollen, filho. Filho. Meu. Meu. Filho. Meu filho. Pronome possessivo. Possessivo pronome meu. Meu. Filho. Filho. Ja. Kind ist einfach criança. Criança. Criança ou filho, filha. Kind, criança. Criança is children. Ok. Kind. Criança. Criança. Ok. Criança. Criança. Yeah. Ja, aber Christina hat noch ein Baby zu Hause. Sie hat ein Bebé. Um Bebé. Baby, Bebé. 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 Ja. Enkelkind ist, wenn es ein Mädchen ist, ist Neta. 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 Wenn ein Jung ist, ist Neto. Neto. Ab ins Netto. Ja, genau. Aber nur mit einem T. Ah, okay. Neto. Ist kein Supermarkt. Neto, Neta. Neto, Neta. Neto, Neta. Neto, Neta. Okay. Neta, Neto. Meu, Neto. Meu, Neto. Minha, Neta. Minha, Neta. Minha, Neta. Minha, Neta. Ja. Und minha neta schreit. Ja, sie schreit. Nein, nein, sua filha also, schreit. Minha filha schreit. Ach so, minha filha schreit. Minha filha grita. Minha filha grita. Grita e schreit. Grita. Sie ist gerade, sie schreit gerade. Deswegen. Okay, mês das mães. Mês é monat. Mês. 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 Monat. Das. Das. Von Mutter. Das mães. Das mães. Das mães. 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 Mês das mães. Mês das mães. Genau. Maio. Mai. Mai, maio. Mai, maio. Maio. Maio é o mês das mães. Maio é o mês das mães. Maio, mai, is der Muttermonat.
Achso, Muttermonat Mai. Muttermonat Mai, ja, genau. Muttermonat Mai. Muttermonat Mai. Präsent ist Geschenk. Presente. Presente. Geschenk. Presente. 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 Geschenk. Geschenk. Presente. Ja, in Brasília, die Kinder geben Geschenk für die Mutter. Hier ja, auch, oder? Ja, 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 Blumen. Ja. Blumen, Geschenke nicht? Blumen, Pralinen. Aber Geschenke auch. Aber manchmal. Was denn? Ja, vielleicht Parfüm. Geschenk, egal was, so wie Weihnachten. Echt? Ja. Bluse oder Schal oder. Schal ja, es kommt immer drauf an, aber Blumen auf jeden Fall. Ja, Blumen, okay. In Brasilien geben wir Geschenk. Was hast du zuletzt deiner Mama geschenkt? Ja, meine Mutter ist sehr weit, ne? Ich schicke eine Karte. Okay. Eine, aber was hast du sonst immer geschenkt? Ah, Schmuck oder Bluse oder etwas Schönes. Okay, sehr gut. Ja, meine Schwester schenkt ihr oder meine Bruder. Cartão do Dia das Mães. Muttertagskarte. Nochmal, Cartão? Cartão. 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 Tão, yeah. Cartão do dia das mães. Mães. Cartão. Cartão do dia das mães. Mães. Muttertagskarte. Muttertagskarte. Genau. Ich schicke meine Mutter Muttertagskarte. Und du? Ja, ich schicke Blumen. Blumen okay. Oder ein Kochbuch. Ja, okay. Kochbuch. Ja, yeah. Wirklich. Ja, damit sie noch mehr kochen kann. Oh mein Gott, meine Mutter würde es sauer sein. Echt? Nee, sie mag auch. Ich kann sagen. Nicht, dass ich die falschen Geschenke hier schenke. Nein. Aber lieber jetzt was für sie, oder? Ja, aber so habe ich auch was davon. Ah, sie kocht. Okay. Kocht und Lili kann noch nicht dir geben, aber gibt dir dann dein Mann besser? Weil in Brasilien, wenn das Kind noch klein ist, der Vater kauft etwas. Echt? Und gibt das Kind und das Kind gibt, oder das Baby nicht, aber er gibt. Genau, das Baby. Mama hat das Baby selbst verpackt. Zwei Wochen. Ist noch keine zwei Wochen alt, aber hat geschenkt. Genau. Oh, sie hat selber ausgesucht. Genau, sieht zwar noch nichts, aber hat selber ausgesucht. Sie ist eine Genie. Wow, außergewöhnliches Kind. Ist ja auch von mir. Genau. Jetzt ist Spitzname für die Mutter. Also in Brasilien haben wir Mamãe. 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 Oder Mãezinha. Mãezinha. Mãezinha ist Verniedlichung. Zum Beispiel Mãezinha ist wie Mütchen. Mütterchen. Mütterchen. Gibt es nicht. Aber wir sagen Mãezinha. 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 Mamãe, né? Habe ich schon gesagt. Oder in Nordost Brasilien sagt man Mãinha. 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 Nee, nicht so. Mãinha. Mãinha. Ich finde so süß. Ja. Was heißt das? Ich habe verwandt in Nordost. Mãinha ist auch Verniedlichung. Aber okay. Andere Art. Mãinha. 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 Ich sage mit Akzent. Mãinha. Mãinha. Sie sagen so. Mãinha. Ich finde so süß. Okay, ja, Mãinha. Ich finde es gruselig. Okay. Mãinha. Oder Mãezona, wenn. Also, Mãezona macht die Mutter groß. Mãezona. Meine Mutter ist Mãezona. 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 Ja, Mãezona. Okay. Also, es ist eine großartige Mutter. Ja, genau. Großartig. Okay. Und zu wünschen, ich wünsche dir feliz. Feliz dia, dia das mães. Feliz happy mother day. Happy mother day. Feliz. Es ist wie Gratulation so. Ja, gratulieren. Feliz ja. Navidad. Ja, oder herzliche Glückwunsch. Ah, genau, herzlich, ja. Herzlich Glückwunsch Mutter für den Muttertag. Also alles Gute zum Muttertag. Ja, genau, alles gut. Ja, genau, das wollte ich sagen, Christine. Alles gut zum Muttertag. Feliz. Feliz. Dia. Dia. Das. Das. Mais. Mais. Feliz. Feliz. Dia. Dia. Das.
Guys. Mães. Mães. Zum Schluss würde ich meine Mutter sagen, eu te amo. Ich liebe dich. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Ich liebe dich, Mama. Eu te amo, mamãe. Então, alles Gute, schöne Muttertag. Genau, alles Gute zum Muttertag. Alles Gute zum Muttertag. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.